Wie schaut denn der aus? Schön, der Hubertus. Kann ich den eigentlich umstylen? Kann ich sein? Geht sogar. Schauen wir mal. Er krabbelt, Jübe, krabbelt. Eigentlich kann er auf eine Katze reiten, oder? Geht das nicht? Hängt das? Das ist ein Zeugnis von Jenny und von Mikey. Dabei kommt ein Hubertus außer. Was? Make-up? Brauche ich nicht. Schau dir das an. Oh Gott! Ich wollte ein Pikachu, nicht ganz. Ich nehme die Bärmütze, oder? Die braune. Und Augenbrauen, pass auf. Nehmen wir solche. Gut, taugt das so. Fürs Erste. Er trinkt, er misst mal. Tun sie. Auf Boden füttern. Ja, das ist doch ein Viech. In Luft werfen. Gottes Willen, schön. Ja, ihr seht schon, es wird Zeit am Umziehen. Der Milch kommt bloß mehr. Das Haus platzt bald. Laufen beibringen. Das ist gut. Glaube ich schon nie. Ich glaube, das war bei Sims 2, hat das immer ewig lang gedauert. Ich hoffe, das dauert doch nicht so lang. Haut schon was, sie. Glaubt schon was. Und der Mikey beschäftigt sich mit dem Willi. Dem interessiert es gar nicht, wo es der Bub treibt. Pass auf. Er kann da mal Klo gehen und duschen und dann kann er mal an seinem Fall arbeiten. Hochstuhl. Brauche ich so einen. Ich hab aber, komm bloß mehr, oder? Wobei? Vielleicht da her, ha? Schau mal. Hochstuhl des Genusses. Ja gut. Gib den bloß an. Im Länder. Scheiße. Kein Platz. Der braucht zwei Plätze, warum denn? Wo soll ich denn hinstellen? Da her. Aussortiert. Ja gut, heftig. Komm Platz. Aber wie schaut denn aus mit Spielzeug? Der Hubertus kann bestimmt was vertragen. Was ist denn das? Ein Xylophon. Immer gut. Spaß. Wie wirfst du mal? Weiß nicht. Wer ist da her? Mit einer Wiki. Dass jeder drüber fällt. Moment. Was war das jetzt? Oh Gott, schön. Ein Riesenbär.
Hab ich für den noch bloß? Da her. Oder Bauklötze, schön. Wird langsam eng. Ich will mal schauen, dass ich das da irgendwie organisieren kann. Achso, das Telefon. Dieses Scheißding. Okay, im Moment schaut es ein bisschen chaotisch aus, aber es geht schon. Mir fällt gerade ein. Moment, nochmal. Und zwar braucht er einen Nachttopf. Wo ist der? Mobile. Ein Backstand. Für Kinder, auch nicht für Kleinkinder. Was ist denn das? Ja, gibt's aber was nicht, ha? Thomas, Töpfchen. Da hier. Damit wir ihm gleich mal beibringen, wie man richtig pisst. Schaut mir. Und das dauert auch ziemlich lange, bis er laufen kann. Und da, bei uns läuft die Läuse, gell? Dieses Ding da, läuft dauernd. Standard. Was hat denn er? Ich muss aufs Klo. Das geht nicht, sei pur duscht ewig. Okay, cool. Was machst du? Ja, sag mal, kommt eigentlich die Putzfrau mal? Bei uns schaut aus wie die Sau und die kommt nicht. Das haule Stück. Kampfkunst erweitern. Ja gut, den machen wir gleich. Aber erst einmal werden wir zu dem Typen fragen. Um nach dem Mundwasser zu fragen. Er denkt schon wieder an das Ding, schön. Er schaut das Ding schon wieder. Pass auf. Leg das. Das Ding läuft dauernd. Tut sie. Kompliment über Charakter machen. Sag mal. Er macht keine Komplimente. Pass auf, beiß dich mal, dass du auskennst. Schön, ihr beißt seine Schwiegertochter. Na, denk mal, sie zickt rum. Sag mal, die Dinger, gehen die wieder weg? Früher sind die mal kaputt gegangen. Nicht blende, scheiße, das ist weggert. Irgendwann die platzen dann mit der Zeit. Scheinbar nicht. Mikey, muss zur Arbeit. Was hat der? Job kündigen, warum? Vergiss es. Sie rennt mir noch schön. Du sollst der Arbeit machen, du faules Stück. Oh Gott, die verfolgt mich schön. Die schwemmt von mir. Jawohl, durch den Eisbogen durch.
So kennt sie das. Wo fährt denn er hier? Schön. In die Einöde. Sumpfgebiet. Da steht er schon. Shamo. Steamer. Wetzel. Oh. Was muss ich netter sein zu dem? Simpel stechen. Uska. Sabina. Vermöbeln. Das trifft immer gut. Kubunak. Lurbapi. Geh her, du Trottel. Kriegst Prügel. Mit auf der Straße. Ikundu. Tong. Tonkala. Oh, schön. Er schluckt ihn zusammen. Das ist ein Ermittler. Hält das. Aufgerannt. Gib Doro Meise das Mundwasser zurück. Granurg. Das geht doch. Warum nicht gleich so? Manchmal muss man eben die harte Tour betreiben. Dann geht das. Wohnt der da schön? Wobei man muss sagen, das ist geil, oder? Das Haus hat eine Ähnlichkeit mit dem Haus aus Evil Dead. Oder? Bisschen anders, aber so ähnlich. Und der Hubertus hat sich gerade mit der Carla angefreundet. Zumindest mit seiner Tante. Mit seinen Eltern nicht, weil die keine Zeit haben. Diese Rabeneltern. Da schau her, die Penny Fuchser. Immer noch ein heißes Stück, aber immer noch unverschämt. Achso, der ist wieder in der Schule. Mal warten. Er geht dabei schaukeln. Warum nicht? Hygiene. Kann er schon laufen, noch nicht? Er braucht Hygiene. Was heißt denn das? Muss er noch gewickelt werden? Schmutzige Windel wechseln, also. Mach ich mal. Du siehst doch, die Aussicht genießen. Cool. Hau's mal weiter. Wer hupt denn? Achso, die Fahrgemeinschaft. Wie die Jenny. Was tut denn sie schön? Spinnst du? Haben wir erwischt. Was lacht sie so dumm? Ich lobe mir auch schön. Das kommt in die Zeitung. Standardmodus. Was ist passiert? Der Mikey trauert um die Dilly. Hubertus hat laufen gelernt. Sehr gut. Bedeutet mehr Stress für die Eltern. Sag mal, warum buhnen die alle einen Koll aus? Ha? Den knüpfen wir jetzt vor. Hm.
kann ich den Typen nicht sprengen. Den meint nicht möglich. Hat das auch. Sieh doch noch, bleib nimmer. Jetzt rennen wir mehr öfter. Weg das! Herr Ruiz! Hör grad die Schleicher, du Spinner! Wettkampf! Gewinne einen Kampf beim Turnier in Shang Simla und fordere dann am Stadion deinen Geldpreis ein. Das heißt, ich muss nach China. Mag nicht. Erst wenn ich den schwarzen Gürtel hab. Oh Gott, was hat noch Hubertus? Er musiziert. Carla. Fünfte Katz.